Ah, das sieht so cool alles aus. Richtig krass. Voll gut umgesetzt. Der Aufzug hier führt über Unterjunon bis zum Unterwasserreaktor. Ohne Erlaubnis kommt hier niemand rein. Ich meine, wir können ihn einfach ausnocken und dann runter, aber... Na gut. Was weißt du über Junon, Cloud? Junon ist eine Militärstadt mit einem Unterwasserreaktor. Sie dient vor allem der Abwehr von Angriffen übers Meer. Wenn es sein muss, kann sie sich in eine Festung verwandeln. Außerdem ist sie ein Drehkreuz für den Luft- und Wasserverkehr. Das macht sie für Shinra zur wichtigsten Stadt nach Midgar. Ach ja? Sag mal, kennst du vielleicht irgendwelche Restaurants oder Sehenswürdigkeiten? Wow. Verstehe. Es ist ihr wichtig jetzt. Aeris, wir sind nicht zum Vergnügen hier. Sightseeing ist nicht. Das weiß ich doch. Guck mal, dort! Alle Mann hergehört! Wir, die 7. Infanterie Midgard, werden uns die Ehrenauszeichnung des Direktors holen. Wir haben lange und ausdauernd an unserer Formation gearbeitet und werden unsere Stadt stolz machen. Jawohl! Mhm. Bis zur Parade habt ihr Freigang. Aber nutzt die Zeit auch, um die Formation nochmal zu üben. Ja. Oh Mann, ich will das nicht. Boah, es ist gewaltig. Krasse Scheiße. Ich finde, das wäre ein cooles Foto. Da kommt die Fotografin durch. Ja. Das sah echt toll aus. Die scheinen alle an der Parade teilzunehmen. Aber klar doch. Und sich beim Direktor einschleimen. Ich nehme mich schon sehr zurück, sonst würde ich halt wirklich die ganze Zeit stehen bleiben und Fotomodus machen. Dann kommen wir noch weniger voran. Ich habe es ja nicht gesagt, aber es muss aus. Was denn? Rufus läuft direkt vor unserer Nase rum. Das können wir doch unmöglich ignorieren, oder? Ah. Müssen ihn ja nicht gleich abmurksen, aber ein paar Takte sagen und ihn dabei ein wenig verklappen. ich stimme halb zu. Halb zu stimmen? Nicht behauptet, man würde uns nicht mehr verfolgen? Aber trotzdem ist der Typ auf dem Motorrad aufgetaucht. Die sollen sich mal entscheiden. Ganz deiner Meinung. Nur... Ob wir so einfach an den Direktor rankommen? Es gibt einen Weg. Hä? Wir stürmen die Parade! Nein. Bei der Zeremonie wimmelt es nur so von Wachen. Gegen die alle haben selbst wir keine Chance. Wir geben uns als Gardisten aus und infiltrieren die Parade. Mach doch. Dadurch, ja, aber dann komme ich noch weniger vor. Aber ich würde das Spiel ja nicht nur einmal spielen. Na klar. Super Idee, Cloud. Gar nicht schlecht. Barrett und Red, checkt die Position der Wachen und findet einen Weg zum Hafen. Und sucht auch nach den Schwarzkutten. Wieso wir? Ihr passt in keine Gardistenuniform. Sondern 100 Mal. Klingt vernünftig.
Schnauze. Ich suche mir die beide. Warte, wir kommen mit. Genau, dann los. Hier lang. Oh, die beiden Mädels immer, ne? Mach ich fertig. Wollen tiefer immer, die immer tiefer sich runterbeugt, damit man auch schön ihre Möpse sieht. Achtung, dies ist ein Aufruf an alle Gardisten. Wir haben noch einige wenige Ersatzuniformen. Ja, bitte nicht trödeln beim Umziehen. Was haben wir hier? Oh, so sind die also gebaut. Na, sollen wir? Oh nein, nein, nein. Halt! Ab hier 3 Schritte Abstand, bitte. Aber... Also Cloud, was soll das denn bitte werden? Ich weiß nicht, was du meinst. Könntest du bitte Wache halten? Ja, ich halte Wache ganz, ganz... Jetzt reicht's aber langsam. Aber das ist doch... Dürfte ich wohl um etwas Privatsphäre bitten? Aber Privatsphäre gibt es... Was ist da? Gleich knallt's. Komm her, Aris. Hier ist besetzt. Aber was soll denn das? Mensch, jetzt lass mich doch rein. Also Cloud, was soll das denn bitte werden? Ich wollte nur mal gucken. Könntest du bitte Wache halten? Oh, nicht noch mehr Gespräche, schade. Gleich singen die Verbundenheit. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Ist lange her. Ja. Hände hoch. Und? Ja, das gefällt mir gerade nicht mit den Knarren gegen mich. So. Die sind so cute, Alter. Ich kann nicht mehr. Richtige Gardisten. Jetzt müsst ihr euch nur noch wie welche benehmen. Sonst fliegen wir schnell auf. Macht mir einfach alles nach. Ja, macht mir alles nach. Ich habe im Original immer verkackt, aber macht mir alles nach. Oh, scheiße, ich kann nicht mehr. Das ist so gut. Die Parade findet in Nordjunon statt. Ihr solltet euch wirklich beeilen. Nicht, dass sie am Ende noch ohne euch anfangen. Halt! Na ja. Wie geht los? Ihr drei. Ihr wart gar nicht bei der Übung vorhin. Wollt ihr mir etwa sagen, dass ihr verschlafen habt? Bitte um Verzeihung! Bitte um Verzeihung! Ist das etwa alles? Bitte um Verzeihung? Habt ihr eigentlich den Hauch einer Ahnung, wie wichtig diese Parade ist? Bewegt eure Hinter da rein! Und wehe, die Oberkommandantin ist nicht zufrieden! Ich schwöre euch... Ein falscher Schritt und ich mach Behemoth Futter aus euch. Was jetzt? Die Routine kenne ich auswendig. Macht mir alles nach. Ob das gut geht?
Was gibt's da zu tuscheln? Los, rein mit euch! Oh, fuck my life. Formation! So, so. Ihr habt also das Training geschwänzt. Ja, ihr müsst euch eurer Sache ja sehr sicher sein. Finden wir es raus. Kommt, zeigt doch mal, was ihr könnt. Aber ich warne euch. Ein falscher Schritt und ich stopf dem nächstbesten Morbol das Maul mit euch. Kapiert? Oh mein Gott, ey. Oh, das ist so wie bei dem Tanz im vorherigen Teil. Oh, scheiße. Hallo Stefan. So, drücke die angezeigten Tasten, wenn die Rhythmuslinie mit der Eingabemarkierung überlappt. Je genauer du dabei bist, vorgehst, desto stärker überträgt sich Clouds Leidenschaft auf deine Untergebenen. Aris und Tifa sind jetzt meine Untergebenen. Was die Qualität der Darbietung steigert. Rotes Viereck ist drücken. Gelbes Fünfeck ist wiederholt drücken. Was? Blaues Sechseck gedrückt halten. Was? Also rot ist normal drücken. La la la. La 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 la. Gelb ist halt mehrfach wiederholt drücken. Und blau gedrückt halten. Ach du Scheiße, okay. Dafür kannst du das wiederholen. Ich hoffe auch. Ich muss das ja erstmal üben. Bereit? Dann leg mal los! Ja, ich bin doch noch gar nicht dabei, Mann. Können wir es nochmal machen? Ich will es nochmal probieren. Das fand ich beim Tanz damals auch ziemlich ätzend. Da hast du eine Trophy dann halt gekriegt, wenn du perfekt alles gemacht hast. Boah, das war richtig ätzend, die zu bekriegen, die Trophy. Ist es sicher auch so? Ja, ist es bestimmt auch. Aber es ist ja viel kürzer. Ja, das wird wahrscheinlich bei der Parade dann. Naja. Das geht noch besser. Ah, ich hab jetzt. Oh, ich dachte, ich bin jetzt bei dem gedrückt wiederholen. Scheiße. Siehst du, das ist es, was mich verwirrt. Naja.
Einer war schlecht. Achso, ich hätte direkt nochmal üben können. Ich habe einfach vorher abgebrochen. Oh wow, okay. Da war ich zu ambitioniert. La 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 la. Dann leg mal los. La 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 la. Na 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 na. Auf geht's, auf geht's, Party! La 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 la. Das verwirrt mich halt die ganze Zeit, wenn ihr da so rumfuchtelt. Ja, beim nächsten Mal hau ich dir aufs Maul. So, jetzt gedrückt lassen, nicht wieder wie eben. Nicht schlecht. Schlecht ist schon mal weg. Soll ich nochmal oder nicht? Danke, Stefan, dass ich jetzt so reden muss. Ich frage mich, wie lange Sie für diese ganze Animation gebraucht haben. Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich nicht. Nochmal? Brownie will nochmal. Okay. Ich muss aber sagen, gerade macht's Spaß, aber ich habe bei der Parade Angst. Solange bist du perfekt. Ja, das ist ja das Problem. Ich muss ja genau zu dem Punkt drücken. Und das ist nicht so mein Ding. Wir brauchen die Perfektion. Ich weiß ja nicht. Das ist nicht so meins. Wieso sagt nur, naja, der Hustensaft? Na, den habe ich verkackt. Den habe ich jetzt recht verkackt. Scheiße! Das ist dieses gedrückt halten. Das ist bei mir irgendwie kritisch. Das geht noch besser. Ja, ich bin gerade voll verkackt. Oh. Ja, das ist nicht für meine Ansprüche. Auf ein neues. Genügend, wenn ich nur was drücken muss. Wir müssen wieder Klavier spielen. Dann ich will Klavier spielen. So, ich mache jetzt letzte Runde, dann gehen wir weiter. Ich werde sowieso verkacken. La, 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 la. Naja. Die haben es aber echt schnell gelernt. Nicht schlecht. Ich glaube, der war zu früh. 2 Minuten vorbei, okay. Immer weiter so. Ja, das ist immer der Letzte beim gedrückt lassen, der immer bei Aris ankommt. Der ist immer verkackt. Dann leg mal los. Da mache ich immer zu früh oder zu spät. Scheiße. Es ist nur Tutorial, aber selbst das triggert mich schon. Was soll das jetzt heißen?
Gut gemacht. Immer weiter so. Bin mir gar nicht sicher. Ja. Irgendeinen habe ich jetzt gerade wieder. Das ist immer bei den gedrückt lassen. Aber ist jetzt egal. Formvollendete Bewegungen und Körperspannung. Das ist Perfektion. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Sie ist beeindruckt. Dürfte ich vorschlagen, ihn an die Spitze unseres Zugs zu stellen? An die Spitze? Ich bin ja an die Spitze! Meinen Glückwunsch! Mit sofortiger Wirkung ernenne ich dich zum Kommandanten der 7. Infanterie. Oh fuck! Oh fuck! Du wirst ganz vorn stehen. Ah. Die gesamte Kompanie soll sich ein Beispiel an dir nehmen. Ah. Eine ehrenvolle Aufgabe, die große Verantwortung mit sich bringt. Der Sieg hängt von dir ab. Ach, nee, lass mal. Alles hängt von mir ab, oh mein Gott. Au! Gut. Bevor die Parade beginnt, müsst ihr noch viel die Glücklichsten der Kompanie zusammensuchen. Also, die Einheiten sind in der Stadt verstreut. Und ihr müsst mindestens 5 von ihnen finden. Ihr wisst, jeder Gardist trägt das Abzeichen seiner Kompanie am Arm. Sind alle beisammen? Begebt euch auf direktem Weg zum Paradeplatz. Und keine weiteren Verspätungen mehr. Ist das klar? Dann weggetreten. Diese Reaktion immer von denen, wenn die reden und so, immer voll, voll übertrieben, ey. Als Kommandant der Paradekompanie ist es deine Aufgabe, die in der Stadt verstreuten Einheiten der 7. Infanterie aufzulesen. Ja, ob das in der japanischen Armee genauso ist, ist jetzt was zu trinken, wenn sie sich die Parade anschauen. Ja. Sobald du die nötigen 5 Einheiten beisammen hast, kannst du mit L2 die Formation ändern, um deine Truppen auf den großen Auftritt vorzubereiten. Welche Formation du wählen kannst, hängt ab, von welcher Einheit du gefunden hast. Eine gelungene Darbietung mit hoher Schwierigkeit erhöht deine Reputation. Ach du Scheiße. Das ist ja noch viel komplizierter. Was denn? Immer noch nicht alle beisammen. Ein paar Gardisten wollen sich sicher Mut antrinken. Such doch mal die Kneipen ab. Mach deine Sache ordentlich. Yes, ma'am. Jetzt haben wir erstmal den großen Abschnitt hier. Ach du Scheiße, ey. La, 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 la. Ladies, das habt ihr auch sehr gut gemacht, das war, ne? Das aber ganz schön knapp. Glaubst du echt, dass wir mit der Parade nahe genug an Rufus herankommen? Nein, aber während der Verleihung der Auszeichnung. Die wird nämlich vom Direktor der Musik, ja, überreicht. Verstehe. Das ist ganz schön riskant, oder? Wenn schon, denn schon. Nicht wahr, Cloud? Getrunken habe ich gerade schon. Energy. Oh Gott, ja. Dann wollen wir unsere Leute mal einberufen. Genau. Die 7. Infanterie Midgards. Die mit dem Abzeichen. Mach das, Brownie. Richtig? Mhm. Die Belohnung war es nicht wert. Ja. Die Steuerung war damals aber auch so. Und die ganze Zeit verkackt immer. War richtig schwer. Oh, es ist krass, ey. Entschuldigen Sie, wir sind von JSN. Hätten Sie kurz Zeit, uns ein oder zwei Fragen zu beantworten? Ich komme gleich zum Thema.
Was halten Sie davon, dass die Zeremonie zur Amtseinführung des Direktors nun in Junon stattfindet? Ich bin schon so aufgeregt. Kann es kaum noch erwarten, die Antrittsrede des Direktors zu hören. Vielen Dank. Noch eine weitere Frage. Welche Erwartungen haben Sie an Direktor Shinra? Na, dass er Shinra ohne große Veränderungen weiterführt. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Befragen wir auch noch weitere Passanten nach ihren Eindrücken. Entschuldigen Sie, wir sind von JSN. Hätten Sie kurz Zeit, uns ein oder zwei Fragen zu beantworten? Ich komme gleich zum Thema. Was halten Sie davon, dass die Zeremonie zur Amtseinführung des Direktors nun in Junon stattfindet? Das passt ganz gut. Ich warte die ganze Zeit, dass er irgendwie mal schön guckt. Dann suchen wir mal unsere Leute, ne? Oh Mann. Kann ja lustig werden. Sag mal, dieses große Ding ist doch auch nur Deko, oder? Papa, feuer mal die Kanone ab! Das hier ist also Junon. Mag seine Augen. War hübsch. Das ist sie also, Junons Mako-Kanone. Ich habe schon so viel über sie gelesen. Dann weißt du sicher auch, dass sie aufgrund des Abkommens mit Wutai nicht mehr abgefeuert werden darf. Ha, aber das hat doch was. Die ultimative Waffe, die jedoch bis in alle Zeiten stillgelegt ist. Bestimmt total verrostet, das Teil. Hey, merkst du nicht, dass du störst? Das ist unser Kommandant. Hä? Huh, bitte um Verzeihung! Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! So, eine Einheit haben wir schon mal. Ah, die Gott, die stellen sich schon dahin. Ah, das wird furchtbar. Ich freue mich schon so auf die Parade. Ah, okay, das schon beantwortet, danke. Ja, Soldat ist ja im Grunde eigentlich die Elite. Ist deine Kamera startklar? Die Parade fängt gleich an. Ah, wie süß! Stamp! Geh da weg! Verpiss dich! Oh, ein Schokobo-Katzen-Dings. Winkelkatze. Oha, guck mal, die haben auch Gönnergy. Was? Schau mal, da sind Gardisten. Was? Sir, willkommen zurück. Das willkommen zurück. Oh mein Gott, Hilfe. Blümliwang. Oh. Muss erst mal gucken, was ich hier so machen kann. Dies ist das Einkaufszentrum von... Och nö, meiner ist total blass. Was? Vor allem die Zauberfibel ist sehr empfehlenswert. Der Kundenservice der Pibelinchen hat die Buchhandlung sehr... Oh. Menno, mein Stempel ist verrutscht. Und? Seid ihr bereit? Oh mein Nein, Gott, ist das unangenehm. Ich bin viel zu aufgeregt. Rückt noch etwas mehr zusammen! Näher an den Direktor! Wenn Sie gestatten, Herr Direktor! Jetzt lächelt doch nicht so verkrampft! Oh, das nenne ich Timing! Dürfte ich Sie wohl bitten, ein Foto zu schießen? Aber Clips könnt ihr doch alle machen!
Phase ist um. Auf geht's. Prototype von Rufus Shinra. Das will ich noch gar nicht haben. Jawohl. Viel Spaß im Lurk. Stefan ist einfach faul. Chloe versteht das. Das macht Gebühren, Stefan. Chocobo. Chocobo, Chocobo. Hi. Wir sind stets bereit. Stets bereit! Gebühren! Ich geh mal hier rein. Folgen die mir jetzt? Oh, scheiße, die folgen mir jetzt. Das ist ja unangenehm. Ich schrei auch gleich. Glatzen, Bruder. Okay. Oh, sehr verdächtig. Voll verdächtig. Wow. Okay. Du bist der Kommandant. Logisch folgen sie dir. Aber ich will nicht. Kompanie salutiert. Ich gehe da gleich mal runter. Ich guck erstmal hier so. Wahnsinn. Es gibt sogar ein Sondermodell zum Amtsantritt. Herr Kommandant, wie wär's mit einer neuen Waffe? Ja, ich will sie aber gratis haben, weil ich bin der Kommandant. Aber ich kaufe mal das, weil ich es noch nicht besitze. So. Ciao. Herr Kommandant, ich schwinge mein Fähnchen für Sie. Und ich schwinge mein Schwert. Junon ist ein Paradies für Waffen. Aha, guck mal, wer da ist. Gar nichts erzählen an diesem Angebot. Aber nichts übertrifft das, weswegen wir eigentlich hier sind. Ja. Was ist denn? Du willst uns doch nicht etwa den limitierten Bausatz wegschnappen. Alter, guck dir seinen Helm an. Kommandant, ich bin untröstlich. Genug gefaulenzt. Raus, sofort. Verstanden. Das ist so dann lustig. Boah, es ist hell hier gerade. Aua, meine Augen. So. Wenn ich schon extra aus dem Mittag wäre. Die scheinen richtig Bock zu haben. Machen die auch zum Amtsantritt des Direktors, ist alles zum Halten. Wieso ist da kaum Farbe? Heute werden sicher auch eine Menge Menschen aus Midgard zusehen. Für sie müssen wir uns extra ins Zeug legen. In all diesem Chaos. Ich suche ein passendes Geschenk zum Hochzeitstag. Wir haben nur die allerbeste Materie im Angebot. Sortiment zufrieden. Das ist eine Art Gundam-Anspielung? Ich weiß nicht. Ich hätte mich so geschämt, wenn ich so hätte laufen müssen. Was darf es heute sein? Ihr habt nichts Interessantes. Das ist ja doof. Ich hoffe, es war alles zufriedenstellend. Nee. Heute werden sicher auch eine Menge Menschen aus Midgard zusehen. Für sie müssen wir uns extra ins Zeug legen. In all diesem Chaos also schon mal gelaufen. Neue Hoffnung. Die heftigen Preise. Was gibt's denn? Den Helm kenne ich doch. Leute, das ist unser Kommandant! Salutiert! Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Die heftigen.
niedrigen Preise in diesem Laden hätten sie im Reiseführer ruhig auch erwähnen können. Oh Gott. Hi, bitte, kommt jetzt nicht zu mir. Wo ist der nächste Stempel? Aber eine Hasenarmee hat die, glaube ich, die Hasen. Stempel sammeln? Hi. Haben Sie etwas Interessantes gefunden? Zeigen Sie mal her! Reißverschluss-Sound! Wartet mal! Oh nein, lass ihn in Ruhe. Die Uniform steht euch gut. Woher wusstest du, dass wir es sind? Durch euren Geruch. Deine Nase ist wirklich beeindruckend. Ich glaube hinterher, ja, das ist echt unangenehm. Wir und das Marco hinter uns gelassen haben. Auch diesem Ort möchte ich schnell den Rücken kehren. Willst du Futter? Ich hab was für dich. Diese Kinder schleichen schon die ganze Zeit um mich herum und versuchen mich zu streicheln. Streicheln. Der arme Red, ey. Wie wäre es mit einem Zimmer? Nee, noch nicht. Meine Güte! Schön genau umschauen. Junon-Filiale der Zauberfibel. Auch diese Woche freuen wir uns wieder, Ihnen unsere persönliche Buchempfehlung geben zu dürfen. Meine derzeitige Nummer 1 ist definitiv der Roman Der letzte Flug. Die Story ist so mitreißend, dass man an nichts anderes mehr denken kann. Eine tragische Romanze zwischen einem Mitglied der Luftwaffe und seiner Kommandantin. In der Szene, in der sie ihrem Liebsten befiehlt, in den Kampf zu ziehen, braucht man packungsweise Taschentücher. Ja, aber für was anderes. Ich bin hierher gekommen, um mir ein Buch zu kaufen. Was denn sonst? Ich stehe auf den Grund. Oha! Herr Kommandant! Wir Fibelinchen geben jede Woche... Fibelinchen? Oh! Meine Empfehlung ist der neueste Band von König Kaktor. Das ist ein echter Knaller. Die Story erreicht in dem Band ihren großen Höhepunkt. Die Szenerie, die der König am Ende seiner langen Reise sah... Ups! Mehr darf ich an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Ja, Spoiler. Holen Sie sich den Band jetzt gleich, um nicht gespoilert zu werden. Mhm. Ich habe von einem... Die Mitarbeiterinnen verdienen bestimmt gut. Ich bewerbe mich auch. Herr Kommandant, was für eine Ehre. Haben Sie Interesse an der Buchempfehlung eines Fibelinchens? Oh, stark, Alter. Ich bin Ihnen Shinras Militärphilosophie als Herzleger. Das Buch ist ein philosophisches Meisterwerk. Wenn ich Kaktus Buch scheiße und andere Kotflügel. Was einen sehr zum Nachdenken anregt. Ach, wie unhöflich von mir. Sie kennen dieses Buch ja eh schon. Ja, ja, klar kenne ich das. Hm. Was denn? Unsere Mitarbeiterinnen haben schon Charme, stimmt's? Hm. Ich schäme mich auch. Herr Kommandant, beehren Sie uns bald wieder. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Was hältst du von dieser Frau? Ich habe gehört, dass dein Vorgesetzter mal bei Soldat war. Ob das stimmt? Du willst dir allen Ernstes eine Brosche mit zwei überkreuzten Maschinengewehren kaufen? Meinst du, die mit den zwei überkreuzten Bajonetten wäre besser? Wen hat die arme Frau sich da bloß angelacht? Ah, Kommandant, Sie kommen genau richtig. Ich bin gerade dabei, ein Geschenk für meine Freundin auszuwählen. Welche der Broschen spricht Sie mehr an? Die mit den Maschinengewehren oder die mit den Bajonetten? Du bist echt dermaßen peinlich. Beachten Sie ihn gar nicht. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Eure Pause ist vorbei. Ab nach draußen. Jawohl! Hip, 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 hip. Und traurig, dass du bei den Büchern keinen deiner Soldaten findest. Ja, aber bei den Broschen. Wie kann Claude da ernst bleiben? Weil er selber ein Griesgram ist. Den juckt das alles nicht. Hi, Leute! Ich fühle mich ein bisschen gestalkt, ja. Die Ehrenauszeichnung wird sich Junon holen. Also, hallo, Ben. Des Weiteren befindet sich hier auch der einzige Untermacher. Mein Papi nimmt an der Parade teil. Echt cool, was? Mein Papa auch. Er hat aber keine Motorrad. Ja. Ja, bitte. Sie wirken aber äußerst motiviert. Oh, da oben ist auch einer. Mit welchem Gefühl gehen Sie heute auf den Paradeplatz? Ich kann mit Stolz sagen, dass die 7. Infanterie Midgars hart und unermüdlich für den heutigen Tag trainiert hat. Doch jeder Schweißtropfen hat sich mehr als gelohnt. Ich bin zuversichtlich, dass wir den neuen Direktor mit einer großartigen Darbietung begrüßen werden. Das ist Adrenalin pur. Und haben Sie auch noch ein paar Worte, die Sie an die Bewohner Midgars richten möchten? Ich weiß, welch schwere Zeiten Sie gerade durchmachen. Wenn wir heute auf dem Platz stehen, sind wir am Herzen bei den Bewohnern Midgars. Gemeinsam sind wir stark. Ja, Leute, jetzt ab hier, ne? Oh, Entschuldigung, wir sind mitten in einem Interview. Oh. Kommandant, Sir! Oh, Sie sind der Kommandant? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Oh, dieser Disrespect immer. Ja, dürfte ich Sie wohl um ein kurzes Interview bitten? Oh. Die Auszeichnung ist hart umkämpft. Mit welcher Strategie planen Sie, Ihre Kompanie zum Sieg zu führen? Tja... Oh, Sie sind so klug, Kommandant. Was? Wir dürfen unsere Strategie natürlich nicht so einfach preisgeben. Die ist schließlich geheim. Ja, na klar. Die Pause ist um. Auf geht's zum Paradeplatz. Mir nach. Sir! So 6 von 10. Während der Arbeitszeit in der Kaserne zu verstecken, das ist Adrenalin. Hast du nicht gemacht? Klar.
Er ist auf den Knien, also. Eigentlich bisher die ganze Zeit herumgetrieben. Hat sich bestimmt die Welt außerhalb Midgars angesehen. Nun, Reisen bildet schließlich, nicht wahr? Schon, aber dafür hat er sicher keine Ahnung, was seine Truppen aus Midgar drauf haben. Zeigen wir ihm doch mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Der will eine Beförderung. Dir ist schon klar, dass er auch den Mund offen hat. Ja, unser Reißverschlüssel auch. Der war noch zu. Eigentlich bisher die ganze Zeit herumgetrieben. Hat sich bestimmt die Welt außerhalb. Wir sind gerade mitten in einer Übung. Oh, Herr Kommandant, ich bitte um Entschuldigung. Das Training ist vorbei. Zeit für unseren Auftritt. Folgt mir. Jawohl! Ich hoffe, wenn wir diese Parade machen, dass ich das auch wiederholen kann oder so. Wenn ich es verkacke. Wäre sonst echt scheiß. Sie sehen stärker aus, Kommandant. Herzlichen Glückwunsch! Danke? Danke! Sir, willkommen zurück! Ja, ist ja gut, Leute, meine Güte. Vor der Meinung, dass die Brandgardisten mit der Ifrit-Formation unschlagbar sind. Schon, aber die Ramu-Formation der Grenadiere ist auch nicht zu verachten. Allerdings ist die Shiva-Formation der Sturmgardisten nahezu immer fehlerfrei. Kommandant? Sir? Bitte um Erlaubnis zu sprechen, Sir. Bitte verraten Sie uns, in welcher Formation wir heute bei der Parade antreten. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber macht euch nicht zu viele Gedanken. Als euer Kommandant habe ich alles unter Kontrolle. Verstanden? Dann raus mit euch. Jawohl! Sir! Macht aber gut. Danny, hallöchen und danke für den Resub im 46. Monat. Vielen, vielen Dank. Arigato. So, 8 von 10. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht hier... das alles schon vorher fertig mache, bevor ich jetzt unten in den einem Keller da war. Da wollte ich ja auch noch hin. Oh, Shadley natürlich. Mir ist es ehrlich gesagt egal, ob Junon oder nicht. Wenn erst was passiert ist, dann ist es zu. Miau. Wo kommen die ganzen Katzen her? Hallo, meine Knuffelmuffel. Na, habt ihr mich auch alle schön vermisst? Oh, eure Arroganz macht euch nur noch niedlicher. Okay. Katze auf den Grill. Nein, Stefan, nein. Oh, hallo. Kann ich helfen? Analyse läuft. Ein Treffer. Cloud? Wie siehst du denn aus? Nein, warte. Sag nichts. Sicher gibt es einen guten Grund, warum du die Uniform eines Gardisten trägst. Vielleicht ist es besser, wenn ich nicht mehr darüber weiß. Womit kann ich Ihnen zu Diensten sein, Kommandant?